wir uns jetzt hier auf dem Firmengelände befinden, waren ja alte, baufällige Stallungen. In dem Verwaltungsgebäude war ein Bullenstall, Anbindebullenstall, und dann war hier noch Kälberaufzucht und so weiter. Das haben wir, die alten Gebäude, die unbrauchbar waren, haben wir damals durch ABM-Einsatz abreißen lassen und beseitigt und haben uns diesen Bullenstall zu einem, denke ich mal, attraktiven Gebäude umgebaut. Gleichzeitig ist ja noch ein Teil Werkstatt, also ist ein richtiger kleiner Komplex. Welser hat 560 Hektar. Die Welsetaler Agrargesellschaft ist durch die Umwandlung der LBG Frieden Welso hervorgegangen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 20.12.1991 in einer wirren Zeit, so möchte ich es mal bezeichnen, denn nach der Wende, wer wusste, wie eine GmbH gegründet wurde, und da gab es in Welso den Lothar Salzieder, die Frau Riege, Frau Pülkun und andere Persönlichkeiten, und die haben sich gesagt, man muss doch die Möglichkeit haben, dieses Unternehmen weiterzuführen. Und daraufhin wurde die LBG umgewandelt in die LBG Frieden Welso, in die Welsetal Agrargesellschaft. So, dann hatte mich der Herr Salzieder, der Lothar Salzieder, 1994 gefragt, ob ich möchte Gesellschafter werden. Daraufhin gab es Einigkeit. Ich bin 1994 Gesellschafter geworden in der Welsetal Agrargesellschaft. Und seit 2000 bin ich geschäftsführender Gesellschafter in der Welsetal Agrargesellschaft. Der Lothar Salzieder wurde feierlich verabschiedet. Der ist in Rente gegangen. Und seit 17 Jahren, seit 2000, bin ich Geschäftsführer der Welsetaler Agrargesellschaft.
Mein Name ist Kai Lemke, wohne in Welso, arbeite in der Welsetaler Agrargesellschaft von der Gründung an, fahre jetzt diesen Lexion 77. Wir arbeiten hier auf dem Feld, hier wird Weizen geerntet. Wir ernten im Durchschnitt so zwischen 70 und 80 Doppelzentner. Und wir hoffen, dass das Wetter sich noch halten tut. Ich bin Robert Riegel, bin 25 Jahre alt, war der erste Lehrling hier im Betrieb, habe dort von 2011 bis 2014 gelernt. Fahre ich mit dem Güllefass die Gülle von den Tieren weg. Im Sommer fahre ich hauptsächlich Mähdrescher und in der Herbstbestellung fahre ich die Drillmaschine hier im Betrieb. Mein Name ist Mike Becker. Ich bin verantwortlich für den Kuhbestand in der Agrar Welso. Im Moment da haben wir 140 Kühe mit Nachzucht. Nachzucht bedeutet, die Jungtiere sind alle hier im Betrieb und werden hier großgezogen und keimen dann hier auch ab und werden versorgt, sag mal so. Im Hintergrund sehen wir den Leli Futterroboter. Der erfüllt den Zweck des Futterranschiebens für die Kühe. Weil die Kühe von Natur aus Futter sortieren und wegschmeißen, muss der Roboter das Futter wieder ranschieben. Er fährt circa jede Stunde und schiebt das Futter den Kühen, dass sie immer wieder rankommen zum Fressen. Jetzt sieht man den Futterroboter an seine Ladestation fahren und da holt er sich wieder Strom für seine Batterie. Ja, ich heiße Daniel Giese, lerne hier seit 1. August 2015 Landwirt, bin auch sehr zufrieden hier und komme aus Frauenhagen und würde den Beruf auch gern weiterempfehlen, weil das halt ein wichtiger Beruf ist. Na, das Stroh habe ich auseinandergemacht für Kühe zum Streuen. Für Liegeflächen, nicht dass die auf den harten Beton liegen. Na, das Futter lose machen ist meine Aufgabe, das Futter dann mischen und verteilen. Ich bin Tim Fetting, wohne jetzt in Pinno. Eigentlich alles, was ein Landwirt halt tun muss. Und ich bin im dritten Lehrjahr, habe am 11.07. Prüfung. Und wir haben dich ja jetzt schon eine ganze Weile hier gesehen, wie du mit diesem großen Gerät gearbeitet hast. Kannst du uns noch kurz sagen, was du hier zurzeit machst? Na, ich stelle für meinen Kollegen Stroh hin, dass er genug hat für Kühe zum Instreuen. Dass er nicht mit seinen Kleinen da oben hingreifen muss. Ist ja auch gefährlich, mit so einem kleinen Ding da ganz oben hinzugreifen. Immer in der Natur, sagt man nicht irgendwo im Büro. Schönes Wetter macht natürlich das Arbeiten besonders Spaß.
Regenwetter gibt es auch immer, aber dort werden meistens Reparaturarbeiten durchgeführt. Das Schönste ist eigentlich immer wieder, wenn man auch beobachten kann, wenn man drillen tut, vom Aufgehen der Pflanzen bis hin zur Ernte, wenn man die Entwicklung beobachten kann, man sieht, es wächst was. Wenn Wetter nicht mitspielt, sieht man eben, es wächst schlechter. Aber ansonsten kann man immer schön verfolgen, alles das Wachstum, eben wie alles so läuft, sag ich mal, ne? Fällt mir erstmal die Nähe zum Arbeitsplatz. Ich wohne direkt in Welso, habe 100 Meter bis zum Arbeitsplatz, brauche nicht fahren und eigentlich schon immer Interesse für die Landwirtschaft gehabt. Von klein an auf dem Dorf groß geworden und macht eigentlich immer wieder Spaß. Gibt auch Tage, wo es nicht so schön ist, aber gibt mehrere Tage, wo es schön ist. Mein Name ist Christian Hemme, ich bin hier Praktikant, jetzt den zweiten Tag, das Praktikum ist für mich da, um später dann auch hier die Lehre zu machen. Deshalb habe ich mich auch entschieden, bei der Agrargesellschaft Welsetal hier das Praktikum durchzuführen. Den Beruf Landwirt und nach der Lehre möchte ich dann auch gerne das Studium für Agrarwirtschaft absolvieren. Gestern haben wir schon das Vorderteil abgebaut. Danach haben wir den Beschleuniger ausgebaut. Also den Beschleuniger haben wir heute noch rausbekommen. Und danach wird dann die Dreschtrommel, die man jetzt noch sieht, die wird jetzt gleich rausgebaut. Ich heiße Heinz Linke, bin fast 68 Jahre alt. Das ist ein sehr guter Betrieb und das ist alles akkurat. Das finde ich das Gute, das wird nicht geschludert hier. Da legt er großen Wert drauf, auf Sauberkeit und alles. Und dass die Maschinen auch in Ordnung gehalten werden, das finde ich sehr gut. Das ist ein bisschen anders wie zu DDR-Zeiten. Ja, als Lehrling hat man hier viele Möglichkeiten, so, sich weiterzubilden und das zeichnet den Betrieb hier in der Gegend, denke ich, auch aus. Und deswegen habe ich mir den Betrieb auch ausgesucht. Heute ist es, was wir damals so in den 10 Jahren angefangen haben und leise aufgebaut haben, ist jetzt zu einem, so schätze ich es jedenfalls, ein Musterbetrieb geworden.
Die Kuhstallanlage ist sehr modernisiert worden. Also man muss vor der Leistung, die jetzt hier getätigt werden, Hochachtung haben. Eigentlich von der Sache her, dass alles so weiterläuft, wie jetzt ist. Ne? Es ist, die Erträge sind gut, die Tiere sind alle gesund, fühlen sich wohl, die Milchleistung stimmt, Arbeitsklima ist auch gut, ist in Ordnung, sind nach und nach scheiden ältere Leute aus, ist ein sehr junges Kollektiv eigentlich auch. Also eigentlich kann man sich bloß so wünschen, dass alles so weiterläuft, wie bis jetzt immer gelaufen ist. Ja, ja, die Gelder hier alles für die wirklich beim Bauern ankommt und nicht eben bloß beim, die das vertreiben. Der Welsetal Agrargesellschaft MBH wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft und viele erfolgreiche und fleißige Lehrlinge. In meinen Augen, und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, und dass ich damals Herrn Jeneke angeworben habe oder mit ihm gesprochen habe, dass er Gesellschafter wird, weil es eigentlich nicht hätte besser laufen können. Für die Welsetaler Agrargesellschaft sehe ich das so, dass wir uns weiterhin gut entwickeln werden. Wir werden uns diesen Problemen, die auf uns zukommen, stellen. Und ich bin guter Dinge. Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben die Probleme in der Vergangenheit gemeistert und wir werden die auch in der Zukunft lösen.